Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Homeworld Teil 2 Remastered. Jawohl! Wir sind immer noch am Spielen und es läuft gut. Ja, schaut mal, wie der Zerstörer die Fregatten auseinander nimmt. Das ist so gut. Ich hab schon wir haben verbesserte Torpedos, das heißt, er hat auch verbesserte Torpedos. Er schießt 2 Torpedos und hat 3 schwere Geschütze. 4 schwere Geschütze, Antifregattengeschütze. Sehr gut. Sehr stark. Unsere Mover sind auf dem Weg zur nächsten Debris, denn das ist unser Ziel. Wir müssen alle Debris vernichten, wie ihr seht. Und dann geht die Radiation weg, also die Strahlung, und wir können weiterspringen. Dorthin, wo wir eigentlich hin wollten. Und hoffen wir jetzt einfach mal... Ah, die sind natürlich richtig eklig, ne? Ich würde das so gerne direkt zerstören, aber nee, Leute. Nee, das ist mir zu riskant, was ich letztes Mal gemacht habe. Wir ziehen alle zurück. Engage Capital Ship. Wir haben keine Wahl. Hoffen wir, dass die heil zurückkommen. Ja, ich bezweifle es ja. Okay, da sind wieder ein paar down. Wir werden noch ein paar mehr verlieren. Ist nicht so schlimm. Wir bauen sie einfach nach. Ja, schaut euch das an. Die auseinandergenommen werden. Das ist einfach so gut. Und sobald wir noch ein oder zwei Zerstörer haben, die ich jetzt alle bauen werde, wie blöde. Wartet mal. Mover, da sind sie. 3 weitere Mover. Nein. Und ihr. Destroyer complete. We cannot support any further units. Das ist der nächste. Geht bitte einfach mal hier hin. Und macht die mal kaputt. Strike group, prepare for assault. So, was Destroyer? Wir können uns. Achso, wir können nicht mehr Mover haben, deswegen kommt der nächste Destroyer da raus. Yay! Das wollte ich nämlich. Sobald die nächsten Destroyer da rauskommen, meinte ich gerade. Werden wir zurückschlagen, Leute. So richtig, richtig schön zurückschlagen. Repair order confirmed. Roger. Denn wir wissen, dass hier hinten ein Carrier ist und da gehen wir jetzt hin. Oh crap, Infiltrator Frigates. Ja, aber gegen 3 Zerstörer haben die keine Chance. Das Dumme ist, wenn eine den trifft, dann kann er nichts mehr gegen die tun. Das ist so ein bisschen gemein. Oh doch, er kann noch Raketen gegen sie abfeuern, meine ich. Ja, eigentlich. Okay, super. Ja, das kotzt mich an. Leute, ich weiß nicht, wie wir die eine Mission schaffen sollen, bei der wir das Ding hier brauchen. Weil es einfach viel zu schnell geht. Da brauchen wir ja 15 Stück von den Dingern. Und die werde ich nicht machen, definitiv nicht. Machst du die wenigstens automatisch wieder an? Nö. Einfach nö. Warum? Nö. Oh nein. Ihr bleibt gefälligst hier hinten, Leute. Seid ihr noch geckig hier? Und ihr haltet die Position. Und du hältst die Position und du hältst die Position und du gehst weiter und nimmst die hier mit. Acknowledged. So, er nimmt die mit und versucht nämlich das Ding zu zerstören, den Carrier. Oh Gott, da ist noch einer. Da ist ein Shipyard. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der macht... Oh Leute, seht ihr das? 3 Zerstörer haben die schon. Wie auch immer das geht, denn die haben keine Capital Shipyard, also kein Capital Ship Module. Dammit, das heißt, wir müssen uns Zerstörer echt gut aufteilen. Das ist nicht so gut. Gut, nächste Debris ist fast zerstört. Oh, das wird gefährlich, Leute. Das wird eine gefährliche Mission, fürchte ich. Ihr könnt auch ruhig versuchen, mal einen von denen zu capturen. Zum Beispiel eine Capture Frigate. Wie wär's damit? Einen schönen Infiltrator. Versuchen die sich gegenseitig zu capturen, oder? Ja, sie versuchen sich gegenseitig zu capturen. Das ist so süß. Guck mal, wie sie gegenseitig versuchen. Das Dumme ist, die Gegner sind im Vorteil. Ja, komm, Bomber drauf. Vernichtet sie. Okay, ihr macht die Debris fertig. Ihr seid dabei. Du bist dabei. Oh mein Gott, schaut mal, wie der drauf geht. Das sind nur Bomber, ne? Das sind nur Bomber, die das machen können. Ja, okay. Nein, ich will Angriff. Greif eben alles an. So, okay. Ach so, schaut mal, wie viele hier sind. Das ist heftig. Das war eine ganze Menge. Aber wenn der durchkommen kann, dann ist das schon ziemlich gut. Ich bräuchte mehr. Ich brauche mehr Zerstörer, Leute. Es sind einfach zu wenige. Es sind zu wenige. Das heißt, wir werden voll auf Zerstörer gehen. Ist mir so egal. Wir werden so viel Zerstörer bauen, bis das Ding platzt. Ist mir so wurscht. Production underway. Strike group to battle positions. Destroyer, ja, meine Leute werden gebordet gerade. Debris destroyed. Group 10 copies.
Group 3, so, währenddessen müssen wir uns auch noch darum kümmern, was die anderen nämlich einen Scheiß interessiert, leider. Heavy fire confirmed. Okay. Wir haben einen Mover zu wenig. Igara! Ah, die macht einen, okay. Und wir haben Zerstörer, okay. Oder? Ja, neue Zerstörer. Resource Collector standing by. That's all of them. Ready for orders. Standing by. Group 8 reinforced. Mover complete. Strike group confirmed. Okay, würdest du bitte auch dich reparieren lassen, mein Freund? Warte mal, wir können eigentlich mehr abstellen davon. Und ihm können wir auch noch einen abstellen. So. Das Ding ist, wie viel haben wir noch? Wir müssen schon welche verloren haben. Ja, wir haben Resource Collector verloren. Bauen. Nein, das macht unser Carrier. Der baut einen Resource Collector und dann passt das wieder. Obwohl, du könntest vielleicht mal 5 Stück in Reserve haben. So, noch zum Bauen. Wir haben nichts zum Researchen. Das ist ein bisschen scheiße, weil... Group 1 reporting. Ich hätte halt gerne, dass wir uns hier ein bisschen besser aufstellen können. Ihr geht docken. Euch würde ich auch gerne docken lassen, aber ihr seid doof. Ist einfach nur doof. Ich hätte gerne so einen Zerstörer. Ich will die capturen, Leute. Wenn die ankommen, die werde ich mir capturen. Ja, und sie kommen an. Okay. Das heißt, ihr haltet euch bereit, gegen die Zerstörer anzutreten. Du bekommst einen und du bekommst einen. So, ihr habt beide einen, dann werdet ihr auch schön repariert. Ihr positioniert euch besser. Du positionierst dich besser. Du positionierst dich auch besser. Ihr werdet einfach mal Gruppe 6. So. Ich brauche keine Gruppe 7 momentan. Während Gruppe 8 hoffentlich irgendwann mal was tun kann, was ordentliches. Könntest du bitte mal den Typen angreifen da vor dir? Wir müssen uns versuchen, hier durchzufallen. Wir müssen einen Carrier loswerden. Danach können wir vielleicht die Shipyard sogar loswerden. Ah, jetzt sieht es schon schlecht aus. Ja, aber seht ihr, der trifft auch manchmal einen Jäger und dann ist auch richtig gemetzelt. Okay, dann. Auch wenn er auf dem Weg zu einem Ziel ist, die Schütztürme bei Capital Ships wählen automatisch Ziele, wie ihr seht. Guckt, er feuert auch trotzdem da weiter drauf, obwohl er in die Richtung geht eigentlich. Group 4 reports victory. Debris destroyed. Reports enemy contact. Standing by. Und wie ihr seht, Doppelreparatur ist on the go. Oh, er wartet jetzt dummerweise auf den anderen. Ja, es ist okay, kann er machen. Wir müssen nur aufpassen, dass unsere Group 4 nicht drauf geht. Ja, irgendwie würde ich gerne alle mal docken lassen. Die sind aber noch okay. Okay. Group 1 reporting. Nice. Group 2, nice. Und Group 3 ist ready. Up and about. Ihr könntet auch mal einen vertragen, der repariert, oder? Komm. So, ich schaut's. Understood. Repair target. Okay, den da oben können wir auch relativ schnell auseinandernehmen. Im Grunde jetzt schon, aber ich will meine Zerstörer hier behalten für das, was da kommt. Müssen sie irgendwie ablenken. Oh nein, die kommen. Oh, die sind klug. Die versuchen mich hier abzufangen, dahin, in die Richtung. Service complete. Das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Debris destroyed. Group 1 copies. Strike group attack order confirmed. Group 2 standing by. Okay, die Mover sind dagegen extrem effektiv. Was ich sehr schön finde. Debris destroyed. Noch mehr Debris ist destroyed? Nein, ihr sollt nicht noch mehr angreifen von dem Zeug. Ihr sollt hier hin. Strike group coordinates locked in. New formation acknowledged. Ihr sollt jetzt angreifen. Nein, nicht den. Ihr sollt die angreifen. Strike group prepare for assault. Das können wir nämlich auch machen. Wir können sie angreifen lassen, denn sie sind ja in der Radiation immun. Assume combat stations. You are clear to proceed. Strike group under enemy attack. Oh Gott, jetzt kommen hier richtig viele. Oh nein, 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 nein. Bomber. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so viele sind. So, den hinteren schnappen wir uns hoffentlich. Target confirmed. Latch points locked in. Moving to destination. Capital ship locked in. Group 8. Attack coordinates locked in. Strike group 1, 2, 4. Group 1 copies. Group 2 standing by. Okay, you're good to go. Strike group receiving fire. Strike group reports hostile contact. Infiltrator Frigate muss drauf gehen, das ist ganz wichtig. Die hat auch automatisch Priorität, was ich super finde. Strike group under enemy attack. Strike group to battle position. Die müssen drauf gehen.
Oh, das wird gefährlich. Unsere Elite-Bomber werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber das ist okay. Nicht wirklich okay, aber doch irgendwie okay. Wir sind dort ready. Wir haben noch einen Zerstörer. Der kommt zu Gruppe 8 dazu. Gruppe 8 wird unser Kampfverband, unser Hauptkampfverband. Ja, und kann trotzdem weiter feuern, komm. Während Gruppe 0 versucht, immerhin, den zu capturen. Wenigstens einen, das wäre so gut einfach. Das wäre ein extra Destroyer, ich meine, ne? Extra Destroyer sind immer gut. Okay, sehen gut aus, sehen sehr gut aus. Eins und zwei, ihr beiden. Wir können versuchen, den Manövrieren zu hindern. Aber ihr seht schon, schaut es euch mal an. Wir können zwei Torpedos schießen. Die schießen mit einer Salve vier. Die sind einfach, guck mal, wie stark die sind. 1100 pro Sekunde und wir machen nur 1034 pro Sekunde, aber unsere Geschütze sind halt das Hauptgeschütz und nicht die Torpedos. Bei denen sind es die Torpedos. Und es ist wirklich, wirklich gemein. Das macht sie ein bisschen anfälliger, da sie ein Geschütz weniger haben, oder zwei sogar. Anfälliger gegen Jäger, aber ich meine, die Torpedos, ja, bitte, Torpedos. Deswegen, selbst wenn man so ein Ding zerstört, meistens geht der eigene Zerstörer mit drauf. Das ist so fies. Ich finde, die Vega sind echt extrem übervorteilt. Aber extrem übervorteilt. Ja, oh nein, die targeten meine Resource-Kollektoren. Das ist fies. Oh. Ja, besser. Oh, damn it. Natürlich werden die Marine Frigates down. Frigate lost. Copy. Das war klar. Das war so klar. Wir versuchen natürlich zu verhindern, dass er... Ja, das war es, down. Okay, dann ihr geht dahin. Was seid ihr? Interceptoren. Ihr macht einfach drauf. Ja, das war halt das Problem. Die sind halt auch dabei, genau wie ich, enorm cautious, dass sie eben voll draufhalten auf solche Infiltrator Frigates. Oh crap. Oh crap. Engage capital ship. Understood. Repair target locked in. Destination locked in. Unable to build. Ja, dummerweise haben die Dinger auch Raketen, das finde ich auch so gemein. Attack order confirmed. Strike group receiving fire. Das ist so gemein, dass die Dinger alle Raketen bei denen haben, ne? Und bei denen nicht. Aber naja, kann man mal machen. Oh, das hier stört so ein bisschen. Ich meine, eigentlich egal. Ich kann die auch ruhig einmal opfern. Mover complete. Denn wenn es mir einen Vorteil verschafft, dass ich zum Beispiel den hier Dings kaputt bekomme, dann wäre das super. Aber ich bezweifle es. Naja, wir versuchen es trotzdem. Warum? Weil wir cool sind. Das Dumme ist, der ist auch in so einer Debris-Dings. Ah, dammit. So, endlich. So, einer deiner Freunde wird sein Freund. Okay, eins. Reparieren. Zwei reparieren. Vier reparieren. Ich glaube, wir haben noch alle. Ja. Uns fehlen immer ein paar Fregatten. Ich weiß nicht welche. We cannot support any further units. Zwei Fregatten fehlen. Ach so, klar, natürlich. Es fehlen uns zwei Fregatten. Zwei Marines. Okay. Mover? Mover. Ja, die machen zumindest ein bisschen Damage. Und wenn sie nur ablenken, ist das auch eine Sache, die schon erfolgreich war im Grunde. Strike group to battle positions. Ich würde die gerne. Die können leider Subsysteme nicht so gut angreifen wie Bomber, ne? Das ist so gemein. Okay, währenddessen bauen wir fleißig Mover nach. Das ist gut. Production underway. Production underway. Wieso können wir keine... Oh, wir können nur 5 Zerstörer haben? Das ist so gemein, Leute. Das ist so gemein. Das ist richtig gemein. Warum will ich meinen Layer haben? Will ich gar nicht. Group 2 standing by. Okay, 4, okay, 8. Warum kommen da jetzt schon wieder so viele Fregatten nach? Und Infiltrator ausgerechnet. Nee, ich brauch die. Strike Group Attack Order confirmed. Group 1 standing by. Strike Group reports hostile contact. Resource Collector lost. Okay, eine down, noch eine down. Und die letzte noch nicht. Marine Frigate complete. Bis ich meine Resource Collectoren angreife, die Schweine. Das ist so gemein. Repair Order confirmed. Destroyer being boarded.
Ja, ist er nicht. Alles gut. So, Leute, jetzt zerstört das Ding. Mover complete. Unable to build. We cannot support more units. Capital ship locked in. Group 2 copies. Resource collector complete. Die sind halt auch gefährlich, die Laser-Korvetten, weil das sind Anti-Capital Ship. Anti-Capital Ship Korvetten, das muss man erst mal geben. Das ist so fies. Mover complete. Dafür, dass es nur Korvetten sind, die sind echt verdammt stark. Noch mehr Laser-Korvetten, aber ich will jetzt draufballern ohne Ende. Ich würde lieber einen nachbauen, Leute. Wirklich viel lieber. Mover sind down, okay. Das heißt, unsere neuen Mover sind hier. Und wir machen direkt weiter. Mit der Debris. Ist ganz egal, welche wir nehmen. Wir können auch die hier oben nehmen. Es wird nicht viel ändern. Doch, dann können wir das besser angreifen. Und sie stört es ja sowieso nicht. Das ist so gemein. Group 8 standing by. Ist so gemein. Resource Collector awaiting order. Ja, aber schaut, wir kriegen es ganz schnell down. Wunderbar. Aus der Entfernung, wir müssen nicht mal hin. Deshalb machen wir jetzt mit dem Ding da hinten, dann ist das gut. Group 4 copies. Strike Group, prepare for assault. Strike Group 4 ha, 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 Mistding. Strike Group moving into position. Mistding. Resource Collector destroyed. Dummerweise merkt man, dass das keine Resource Collectoren mehr da sind. Standing by. Repair order confirmed. Copy. Wir müssen ein paar hinterher nachholen. Understood. Repair target locked in. Acknowledged. Acknowledged. Denn ich will ja, dass die up and running bleiben. Ready. Repairs initiated. Und noch ein. Roger. Wir brauchen sie ja eh gerade nicht für nichts anderes. Insofern, who cares? Aber ich sollte mal nachgucken, dass der Carrier weiter welche baut. Ihr sollt schön fleißig sein. Wir brauchen ja eh nicht sonst nichts bauen und wir haben genug Ressourcen momentan noch. Oh, das geht aber langsam runter, ne? Langsam wird's sehr eklig. Sollt bitte die Imminent Threat, ne? Imminent Threat, Leute. Units. Resource Collector complete. Group 4. Strike Group moving into position. Group 1. New formation acknowledged. Okay. Group 2 reporting. Group 4 kommt, damit machen wir die fertig. Und wenn die fertig ist, ist die Gefahr im Grunde schon gebannt. Weil das ist eklig. Das ist gemein, was jetzt passiert, weil die sind sau langsam. 230, sind richtig langsam eigentlich. Die sollen nur die Debris zerstören. Damit ich mich da auch besser, ne? Und die greifen die trotzdem an. Das ist so gemein. Aber ihr seht, wir haben die Kontrolle in diesem Fight. Alles ziemlich gut am Laufen momentan. Resource Collector standing by. Die sind aber ziemlich unnütz momentan hier. Nein, ihr sollt bitte Group da angreifen, copies. Leute. Bitte. Danke. Group 2. Die Frage ist, soll ich meine Bombe opfern? Ich will sie nicht opfern. Mover complete. Unable to build. Ja, wenn ich die Debris zerstören würde. Repair order confirmed. Aber ich werde erstmal die zerstören und dann weiterziehen. Ja, seht, das haben die schon wieder repariert. Das ist so gemein. Verdammt, haben die viele von den Fregatten. Bitte zerstört schneller die Debris. Viel schneller, dann könnt ihr vielleicht das Subsystem zerstören. Ich bezweifle es zwar, aber wir können es ja versuchen. Ja, jetzt seht ihr auch mal, mit was sie feuern. Das sieht aus wie Bomben einfach. Ich hoffe, das sind Bomben. Ich glaub's nicht. Aber ihr seht ja, wir haben wenig Chance, Group gegen irgendwas zu bestehen, außer Debris. Mover complete. Group 1. Ja, schaut's an hier. Geil. Schaut's euch an. Geil, geil, geil. Group 1 standing by. Strike group coordinates locked in. Group 2 standing by. Strike group coordinates locked in. So, ihr feuert auf die Shipyard und als ob euer Leben davon abhänge, denn hinge, denn es könnte sein, dass es so ist. Support any further units. Group 3 reporting. Habt ihr es bald? Ist nicht langsam, ne? So, bitteschön. Kaputt machen. Wenn ihr das Subsystem zerstören könnt, wäre das schon mal viel wert. Ja, I know, dankeschön. Wir können wahrscheinlich alle Radioaktivität hier verhindern, wenn wir alles zerstören würden. Warum sollten wir? Group 8. Oh Gott, ist er wirklich... Er ist in so einer Wolke, ne? Ja, er war ein bisschen in so einer Wolke. Ja, er war in so einer Wolke und deswegen sind jetzt meine schönen Resource Collector da. Mover, complete. Repair order confirmed. Tolle Wurst. Ich hoffe, ihr könnt jetzt endlich angreifen. Strike group under enemy attack. Awesome. Group 4 under attack.
Resource Collector complete. Repair order confirmed. Group 4 reports enemy contact. Ja, die produzieren halt natürlich auch Ultra dazu, aber dummerweise dürfen die nicht mit da rein. Resource Collector taking enemy fire. Drawing heavy fire. Ja, seht ihr es, wenn die da reinfliegen, ist sofort down. Supporting friendly units. Oh, und unsere Elite-Bomber sind fast down. Wie schnell das geht, ey. Coming into dock. So, jetzt greift an. Kill him. Kill him dead. Support more units. Engage capital ship. Strike group, prepare for assault. Target lost in nebula. Group 8 has defeated the enemy. Okay. Group 4 reporting. Strike group moving into position. Strike group coordinates locked in. So, jetzt bitte in die Richtung feuern. Nur feuern, nicht bewegen. Resource collector complete. Nur feuern, nicht Group 3 copies. Ich dachte schon, hier wäre gerade was kaputt. Oh mein Gott, okay. Ja, alle Mover sind wieder down. Wir haben wieder ein paar Mover, ist okay. Das kann ich nicht mehr lange machen, aber ich wollte einfach noch die ein bisschen nerven. Weil das kann auch hilfreich sein, wenn man den einfach auf den Senkel geht. Zwei Mover fehlen noch und wir geben mal wieder einen 10 in Auftrag. Production underway. Okay. Sobald die fertig sind, dann werden wir wohl weißt du was. I mean, who cares? Resource collector awaiting instructions. Die Debris kaputt. Ja, okay. Ihr bleibt bitte da. Strike group moving into position. Group 8 standing by. Okay, endlich können sie feuern. Bitte nicht näher ran, Leute. Mover complete. Attacking capital ship. Sehr gut, Leute. Jetzt wird das Ding niedergebombt. Super geil. You are clear to dock. So, und jetzt können wir auch die alle nehmen. Docking signal green. Und können die Debris zerstören. Strike group moving into position. Strike group to battle positions. You are clear to proceed. You are clear to proceed. Group 8 standing by. Ihr sollt dem fernbleiben. Group 4 reporting. Strike group coordinates locked in. Docking signal green. Group 8 copies. Ja, schaut doch mal, wie das Ding down geht. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute. So leid es mir tut, oder? Nee. Ach komm, machen wir. Überziehen wir, oder? Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hinbekommen. Engage capital ship. Soll Group 3 under attack. Oh no. Ja, der ist ziemlich down. Es wird noch ein bisschen dauern, Leute, und ich kann nicht einfach jetzt so lang machen. Nee, Leute, das sind noch 3 Debris übrig. Wir beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Das heißt Let's Play Homeworld 2. Bis dann, Leute. Tschüss.